Die Entität Schimmelpilz ist ein Sammelbegriff für fadenförmige Zellenhyphen. Es ist keine für sich taxonomisch definierte Einheit. Schimmelpilze kommen ubiquitär vor, in Innenräumen und außen und auch am Arbeitsplatz. Der Schimmelpilzbefall liegt daher erst vor, wenn die Belastung und Verunreinigung über die allgemeine Hintergrundbelastung hinausgeht. Häufige Keime bei einem Befall sind Aspergillen, Stachybotrys und Tritirachium. Voraussetzung für Schimmelwachstum ist ausreichende Feuchte in der Luft oder im Material. In Innenräumen ist Schimmelbefall immer ein Feuchtigkeitsproblem. Für bestimmte Risikogruppen kann Schimmelwachstum im Raum ein großes Problem darstellen. Zu einer fundierten ärztlichen Beratung zählt die Untersuchung des Patienten, Prädisposition sowie eine Ermittlung des Befalls einschließlich der Freisetzung von Sporen. Kausalevidenz für den Zusammenhang zwischen Schimmel und Erkrankungen gibt es derzeit nach Studienlage nicht, wohl aber ausreichende Evidenz für eine Assoziation. Dazu gehören Erkrankungen wie die allergischen Atemwegserkrankungen Bronchitis, Organic Dust Toxic Syndrome, OOTS am Arbeitsplatz und die exogen allergische Alveolitis. Schimmelpilze kommen, wie beschrieben, überall vor. Es ist auch bei Messungen nicht möglich, ein bestimmtes Symptom auf einen bestimmten Pilz zurückzuführen. Auch bei hohem Befall, zum Beispiel am Arbeitsplatz, kann der Eintritt in den Körper zu Hause, an einem Komposthaufen oder der Biotonne erfolgt sein. Zu einer Schimmelpilzinfektion beim Menschen kommt es nur bei Immunsuppression. Die Risikogruppen mittelschwer, schwere und sehr schwere Immunsuppression wird ärztlich eingeteilt. Bei Vorliegen von Immunsuppression und Schimmelpilzquelle im Innenraum kann die sofortige Beendigung der Exposition lebensrettend sein. Messungen bringen hier wenig, sondern verzögern die Beendigung der Exposition, weil auf das Ergebnis gewartet wird. Immunsupprimierte Patienten haben ein erhöhtes Risiko für invasiven Pilzbefall. Bei Immunsuppression nach Krinko-Einteilung, bei schwerer Influenza und bei der schweren Covid-Erkrankung mit respiratorischer Insuffizienz. Ob ein Schimmelpilzbefall zu einer allergischen Sensibilisierung geführt hat, kann durch Messungen der Innenraumluft nicht bewiesen werden. Es kann aber bei bereits sensibilisierten Personen und Befall zu allergischen Reaktionen kommen. Eine Messung hilft hier nicht. Nur das Ende der Exposition, wie bei Patienten mit allergischem Asthma. Mykotoxine können als Bioaerosol zur Schleimhautirritation beitragen. Die Konzentration ist jedoch in üblichen Räumen, Büro, Kindergarten, immer so gering, dass es nicht zu akut toxischen Wirkungen kommt. Anders kann es an Risikoarbeitsplätzen sein. Zum Beispiel in einer Kompostieranlage. Beim ärztlichen Vorgehen ist der Check-up des Patienten wichtig, weniger eine Schimmelpilzmessung im Innenraum. Messungen im Raum dienen eher dazu, dem Problem auf den Grund zu gehen und zu sanieren. Bei sichtbarem Schimmel sind Messungen ebenfalls nicht sinnvoll. Bei der medizinischen Vorsorge kommt Typ 1 Allergiediagnostik zum Tragen. Hauttests, Provokationstests und die Bestimmung von IgE-Antikörpern. Es ist bekannt, dass Symptome auch noch längere Zeit nach Sanierung fortbestehen können. Im Arbeitsleben ist Terbia 64 zu beachten, insbesondere bei Aspergillus fumigatus. Dave, kommt prophylaktische Therapie in Frage. Nicht durchgeführt werden sollten unsinnige Messungen wie die Bestimmung von Schimmelpilzen im Blut oder nicht wirksame Therapieverfahren wie Pendeln oder Bioresonanz. Nicht zuletzt durch die Dämmung bei energetischen Häusern nimmt die Schimmelproblematik zu, egal ob zu Hause oder am Arbeitsplatz. Ihr Betriebsarzt berät Sie gerne und wenn Sie keinen haben, dann melden Sie sich bei www.docweather.de.